Fotos. Bitte den Staubbehälter nach der Reinigung entleeren. Ja, hallo Freunde, schauen wir uns einmal hier von LG den HomeBot an, den Saugroboter. Ja, und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, deswegen zeige ich es gerade eben, ne, wie es ausgeliefert wird. Also Verpackungen zum Tragen und so weiter. Ja, und dann einmal hier die ganze Geschichte so gestaltet, dass ihr das von oben aufklappen könnt, nicht wieder irgendwelche Styropor-Sachen rausziehen müsst, sondern hier direkt den Zugriff habt auf die einzelnen Teile. Also schön gemacht. So Freunde, nicht über Tonunterschiede wundern, aber ich arbeite mit 2 oder 3 Camcordern. Ja, und das ist jetzt hier mein 4. Saugroboter, den ich in Benutzung nehme. Insofern könnt ihr schon ein bisschen was aus meiner Erfahrung ableiten. Nicht alle habe ich gut bewertet, an der Stelle muss man auch dabei sagen. So, wir arbeiten uns jetzt hier mal so langsam durch den Lieferumfang durch. Es gibt 2 Ersatzbürsten, und zwar diese seitlichen Eckenbürsten, ne, zur Mitnahme des Schmutzes in Ecken. Das war einer der Gründe, ich sage immer ein bisschen was dabei, warum ich den Samsung nicht positiv bewerten konnte, vollumfänglich, weil das dort nicht vorhanden war und die Ecken eben halt nicht mitgenommen wurden. So, es gibt 2 Ersatzfilter. Wo die hingehören, zeige ich euch gleich eben auch direkt am Gerät. Dann gibt es hier einmal noch eine weitere Bürste, die deute ich jetzt hier als Tierhaarbürste, weil es gibt also im Lieferumfang steht beschrieben Tierhaarbürste und einmal eine Teppichbürste. Die ist etwas länger hier, können wir gleich vielleicht auch mal eben ganz kurz reinhalten, verbauen, dann wisst ihr auch da Bescheid. So, leider gibt es wieder keine vollumfängliche Bedienungsanleitung, sondern hier erstmal den Hinweis, sobald du einschaltest, kannst du da deine Sprache verändern, weil er arbeitet auch mit einigen Sprachangaben, Ausgaben, und dann können wir ja gerne dann auch da an der Stelle, wenn wir in den Praxistest gehen, drüber sprechen. Ansonsten nur Sicherheitshinweise, Garantiekarte, keine vollumfängliche Bedienungsanleitung. Dafür gibt es aber, wie heutzutage leider oft üblich, hier unsere Piktogramme. Ja, und manchmal sind diese Dinger lustig, entschuldigt, wenn das Video dadurch noch länger wird, aber wenn ich dann hier solche Dinge sehe, dass du eben halt, dass er automatisch auf die Homestation fährt, dass er für Fernbedienung, könnt ihr sagen, fahr auf die Homestation, und natürlich am Gerät selber einmal durch Tastendruck, und viertens, ihr könnt es natürlich auch manuell draufstellen, also manchmal ist es lustig. CD mit vollständiger Bedienungsanleitung ist dabei, insofern sage ich okay, ne, spart Papier und so weiter und so fort. Und das Papier können die nicht vermeiden, weil es gesetzliche Vorschrift ist. So, also, aber ich denke, gut gemacht. Ja, also sieht qualitativ wertig aus, wie alles, was ich bisher gesehen habe. Fernbedienung ist im Lieferumfang inklusive Batterien. Und wir haben hier die Tischstation, die Home-Station, so muss man sagen, die Bodenstation. Gefällt mir ausgesprochen gut. Warum, sage ich euch. Weil hier dann tatsächlich nur noch das Netzkabel dran ist und das Netzteil selber hier schon direkt verbaut ist. Ja, es gibt natürlich auch wieder da, nehme ich mal als Beispiel den Samsung, ein Kabel, noch so ein Netzteil, was dann auch wieder ein Riesenkabel hatte. Und wenn du das auf den Boden stellst, das kannst du gar nicht irgendwo ja verstecken, nicht schön gemacht. Hier Kabel, und hier hinten seht ihr noch Kabelaufwicklung, ja, so dass wir wirklich aufwickeln können bis da, wo wir die Steckdose haben, reinstecken. Es liegt nichts mehr am Boden, und das bringt dann auch wirklich das Gerät hier so nah wie möglich an die Wand, wo es hingehört, ne? Also toll gemacht, gefällt mir gut. Und die ganze Geschichte funktioniert hier mit einem Output von 17,1 Volt und 1,1 Ampere. Heißt also im Endeffekt rund 18, 19 Watt in der Aufladung. Also das ist gut. Ne? Kabellänge messe ich euch noch, dann wisst ihr da Bescheid, wie weit ihr da tatsächlich kommt. Und in der Praxis sehen wir das Gerät ja nochmal. Insofern nehmen wir das beiseite. So. Ob wir dann tatsächlich später hierzu kommen. Ihr seht, wir haben hier auch die Möglichkeit, natürlich mit Boden zu wischen. Es gibt 2 Wischtücher hier, Wischmops, die sind im Lieferumfang enthalten. Und hier diese Platte. Wir werden es mal dran halten. Aber ob wir dann tatsächlich auch noch das Wischen machen werden in einem Praxistest, zumindest jetzt hier videotechnisch, weiß ich nicht. Was aber dabei ist, ist schön gemacht. Hier gibt es eben halt einen Kamm für die Bürste, um die Bürste zu reinigen. Ne, hier unten ist dann wieder so ein kleines Messer verbaut in dem Kamm selber. Kennt ihr, wo man das damit auftrennen kann hier und dann die ganze Geschichte hier auch dann mit dem Kamm sauber machen kann. Also finde ich gut, wenn sowas immer dabei ist. Wie gesagt, hier schauen wir mal, ob wir dazu kommen. Ja, und jetzt einmal, trara, da ist es. Ja, unser Gerät, ganz toll. Also gefällt richtig, richtig gut.
und es hat ein sehr kompaktes Maß. Wir drücken einmal hier drauf und dann schauen wir einmal direkt erstmal ins Innere des Gerätes rein, damit ihr da Bescheid wisst. So, ihr habt hier einmal euren Staubbehälter, ne? Auffangbehälter könnt ihr rausnehmen. So, jetzt mache ich mal gerade die Klappe wieder zu. Ja, hier hat er sich eingeschaltet. So, und was hier an der Seite ist, hier einmal hier ziehen. So, und dann habt ihr hier einmal euren Filter. Und hier vorne die Filter, das sind die, die ihr im Ersatz habt. Weil hier die hintere Geschichte, die könnt ihr im Endeffekt einmal aufmachen. Deswegen habe ich es gerade gesagt, zeige ich es euch einmal. Ne? Und dann hier einmal diesen kleinen Filter, den kann man auch einmal unter Wasser sauber machen. Und das ist dann der Ersatzfilter. Habt ihr zwei Stück dabei, finde ich persönlich richtig, richtig gut. Gefällt, wenn sowas auch im Lieferumfang ist, genauso wie die Ersatzbürsten, die seitlichen, passt. Ja, Behälterentleerung, mache ich gleich auch mal noch einen Tipp an der Stelle. Und zwar, einmal drücken, ist die Geschichte auf. Ja? So, jetzt kann man das Ding immer wieder so zumachen, rastet ein. Ja, so. Aber es wäre nicht das erste Gerät, was bei mir defekt gegangen ist, weil ich zeige es euch mal in der Nahaufnahme. Ihr habt hier eine Lippe, ja, also es ist hier dieser kleine Überstand, der hier einrastet. Und macht es bitte folgendermaßen, wenn ihr es zumacht, drückt, schiebt es rein, lasst los. Weil diese Geschichte nutzt sich nach, ja, 500.000 Mal ab, ja, und dann rastet hier nichts mehr ein. Ja, das ist das Thema. Ich kann immer so kleine Tipps geben aus meiner Erfahrung heraus. Das sind so typische, wie man früher gesagt hat, Sollbruchstellen. Ja, also das nutze ich ab und dann hält es nicht mehr. Okay. Ja, zwischendurch muss ich mal Luft holen, was ich noch vergessen habe. Hier gibt es eine Reinigungsbürste, wo man auch ein bisschen die Sensoren mit reinigen soll. Ne? Die ist hier gut verstaut, finde ich persönlich immer sehr, sehr gut, weil ansonsten ist die natürlich in so einem Haushalt auch ruckzuck verschwunden und kein Mensch weiß mehr, wo sie ist. Ne? Ja, okay, ihr habt schon gesehen, dass wir hier auf der Oberfläche einmal hier einen Sensor haben in Form einer Kamera, ne, wo die der Raum mit ausgemessen wird. Das ist aber auch jetzt hier nichts besonders Innovatives oder Neues, sondern das gab es schon auch bei kleineren asiatischen Modellen, die ich getestet habe, dann teilweise sogar mit Kamera noch integriert und einer App. Hier habe ich noch nichts über eine App gelesen. Ich vermute mal, wir haben keine. Dann drehen wir es jetzt einmal hier rum und dann haben wir hier unten einmal die gesamte Sensorik natürlich, hier einmal die Geschichte zum Aufladen, die Kontakte, ja, und ihr seht hier, dass die ganze Geschichte eben mit 14,4 Volt dann auch tatsächlich läuft, ne? Unsere Bürsten hier, ja, und ihr seht, es dreht sich gemeinschaftlich, also das ist hier verbunden, und ihr könnt natürlich hier die Bürste austauschen. So, ich habe euch mal ein bisschen näher angefahren, und zwar können wir natürlich hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber diese Bürste schließt fast mit dem Gerät hier unten ab. Ihr habt hier einmal diese Gummischiene, ne, zur Mitnahme des Schmutzes, drückt sich auch hier so ein bisschen rein dann noch und hier diese Bürste ist abschließend. So, kann man austauschen und ich vermute wirklich mal jetzt, dass die längere Bürste dann die Tierhaarbürste sein soll. Ja, das wäre natürlich einer Komplettbeschreibung dann auch zu entnehmen, sage ich immer. Ne? So, ja, während das die Piktogramme nicht hergeben. So, und wenn wir die Geschichte schließen, schauen wir einmal, dann sieht man hier, dass das Ganze meines Erachtens etwas höher steht. Ja, also das ist, ist das ganze Thema und ihr seht also, dass hier ein paar Bürsten mehr dran sind, ne? Und die Bürsten auch etwas härter erscheinen, diese grauen hier. Das ist das Thema, Hundehaare, damit die aus dem Teppich und so weiter, ne, besser rausgehen. Das ist etwas weicher hier. Ja, haben wir beides im Lieferumfang enthalten und insofern macht auch das Spaß und haptisch nochmal. Ja, das ist ja auch mal so eine Geschichte, wie schnell hat man sowas gewechselt. Müsst ihr einmal hier unten schauen, dass er hier reingedreht bekommt und dann, ja, passt das hier auch auf der anderen Seite wieder rein. Passt, ja, Klappe zu, alles ist gut. Okay. So, Freunde, während unser Homebot am Laden ist, hier an der Stelle vielleicht ein paar Dinge zur Fernbedienung. Wir können ja nicht alles durchgehen. Ich denke, das ist klar. Ne? Dass wir eine Power-Taste haben, ich denke, ist auch klar. Die Home-Taste, die uns wieder an die Station befördert, den Sauger natürlich. Dann die Turbo-Taste. Turbo soll energiesparender sein wie die normale Taste. Es gibt aber auch Smart-Turbo, wo der im Endeffekt erkennt, okay, hier muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Ja? Start-Stopp-Taste, Leute, ne? Diese Geschichten halt. Hier habt ihr darüber über die
Ski-Joule-Taste, ich glaube, so ist es richtig ausgesprochen, die Möglichkeit, einen Zeitplan zu erstellen, ob täglich und so weiter und so fort. Ne? Dann gibt es noch hier einmal den Modus unten, habt ihr vielleicht auch gesehen, MySpace. Ja, da könnt ihr festlegen, eben halt die Größe eures Raumes. Aber ich sage euch später noch, davon, was ich davon halte. Diagnose könnt ihr machen und dann gibt es ein riesen Diagnoseblatt. Auch das zeige ich euch gleich mal eben an der Stelle, damit ihr das einmal gesehen habt, weil dieses Gerät ist so umfangreich, dass wir nicht alles machen können. Ich möchte aber mit euch einige Praxistests machen, deswegen gehe ich jetzt hier einmal diesen Weg. Ne? Hier den Ton ausstellen, eben Tonausgabe, die Sprachansagen, die da eben halt gemacht werden vom Gerät. Das ist so die Geschichte, was ihr alles damit machen könnt. Der Wiederholungsmodus ist der Modus, wo ihr dann im Endeffekt reinigt, bis der Akku leer ist. Das könnt ihr auch machen. Und hier habt ihr natürlich die Modustaste, wo ihr die einzelnen Modi einstellen könnt. Das mal hier zur Fernbedienung. So, ja, Smart Diagnose, ne? Wenn ihr das dann betätigt, dann gibt es ein paar Dinge, wo ich sage, da kommt auch jeder selber drauf, ne? Dass irgendwo sich was im Rad verfangen hat, mit der Zeit ein paar, was weiß ich, Hundehaare, sonst eher was, Fäden und so Geschichten halt. Aber es gibt auch eben halt die Diagnosen, wo also wirklich dann sagt, okay, komm, hier der Motor oder sonst was ist defekt, wo ihr dann natürlich die Leute von LG, den Kundenservice, kontaktieren müsst. So, die Geschichte hier, Display, gehen wir gleich eben mal kurz durch. So, Reinigungsmodi. Ich denke, das ist klar. Ihr habt einmal den Zickzack-Modus, ne, wo ihr wirklich immer hin und her geht und den Raum so hier durchforstet. Ihr habt einmal den Reinigungsmodus Cell by Cell. Ist im Endeffekt die Geschichte hier mal 4 mal 5, wie auch immer. Es wird nämlich im Endeffekt nur immer kleinere Geschichten abgegriffen, auch wieder im Zickzack-Modus, ja, und dann eben halt die nächste Parzelle. Das ist so die Geschichte eben halt hier Cell by Cell, also wo der zellenmäßig das Ganze reinigt. So, dann habe ich gesagt MySpace. Ja, MySpace ist im Endeffekt, ihr sagt ihm, welche Größe hat der Raum und das macht er dann hier aber auch wieder in diesem Zickzack-Verfahren, wie ihr es hier unten seht. Ja, weiß ich gar nicht, ob es sinnvoll ist. Ich komme gleich zu dem für mich sinnvollsten Mode an der Stelle. Natürlich könnt ihr manuell mit der Fernbedienung reinigen, das ist klar. Und ihr habt hier die Möglichkeit im Spiralmodus zu sagen, okay, komm, mach das hier einmal in der Spirale bis hinten hin und Ende. Halte ich auch jetzt nicht so unbedingt für den richtigen Modus. Was für mich natürlich hier einer der besten Modi ist, ihr seht hier einmal den Turbo-Modus. Ja, wie gesagt, nochmal, soll energiesparender sein, könnt ihr über die Fernbedienung auch aktivieren. So, Freunde, wir machen jetzt mal ein wenig Menü an der Stelle und ich fahre euch mal ran mit der Fernbedienung. Also ihr seht, das geht extrem fein hier an der Stelle. Ne? Ja, dann schauen wir mal, was für Modi hier machbar sind. Cell-by-Cell-Modus, Spiralmodus, Zick-Zack-Modus, der Turbo-Modus wurde aktiviert. Cell-by-Cell-Modus, Spiralmodus, Zick-Zack-Modus, Zick-Zack-Modus. Bitte den Staubbehälter nach der Reinigung entleeren. Wir schauen jetzt hier einmal auf der Fernbedienung noch nach MySpace. MySpace-Modus. Ja? Bitte den gewünschten Reinigungsbereich mit der Fernbedienung festlegen und die Reinigung mit der Starttaste beginnen. Also ich finde, ziemlich selbsterklärend. Ne? Ja, okay. Dann machen wir das. Gesehen, ich habe hier nur ein winziges kleines Stück festgelegt, ja, und dann sagt er natürlich auch sofort, das ist beendet, ne? Also könnt ihr hiermit sehr, sehr gut machen, ne? Einmal zeigen, okay, hallo, das ist das, was ich gereinigt haben möchte, Start drücken, das ist also hier MySpace. Okay, jetzt habt ihr, denke ich mal, zum Menü das gesehen, was ihr sehen wollt, also dass man die Uhrzeit einstellen kann, Leute, und so weiter und so fort. Wer sich so ein Gerät zulegt, der wird das hinbekommen. So, wir können einmal noch vielleicht auf Diagnose gehen. Zur Aktivierung der Smart-Diagnose muss der Homebot aufgeladen werden. Ah, ja. Bitte den Homebot in die Ladestation stellen. Seht ihr? Also er sagt euch wirklich alles an. Ne? Das war bekannt, hatte ich euch schon anhand der Geschichte, anhand der Bedienungsanleitung gesagt.
Ja, also die Diagnose funktioniert nur in der Station. Freunde, die Test-Area ist bereitet und ich nehme euch kameratechnisch hier mit dem Weitwinkel so weit wie möglich mit. Ich mache immer die gleichen Tests. Warum? Weil ich natürlich gegenüber den anderen Geräten auch fair sein will. Hier hat der Samsung ganz klar versagt, weil ihm halt ne, diese Eckenbürsten hier fehlten, die seitlichen. Ja, ich habe vornehmlich darauf geachtet, dass ich euch so viel wie möglich Schmutz eben halt hier unten in die Ecke bringe, ja, und ihr seht hier, dass der Sockel tiefer steht, heißt also die Türen stehen vor. Das ist immer diese Schwierigkeit, Steine, jede Menge Dreck und so weiter und so fort. Also die Kamera wird jetzt hier nicht alles abgreifen, sorry, aber zumindest seht ihr mal im Cell-by-Cell-Verfahren, was ich jetzt mache, was macht ihr da? Zick-Zack-Modus, Cell-by-Cell-Modus, der Turbo-Modus wurde aktiviert. Cell-by-Cell-Modus. Bitte den Staubbehälter nach der Reinigung entleeren. So Freunde, vierfache Geschwindigkeit an der Stelle, damit wir auch da mit der Review zeitlich etwas besser hinbekommen, lest ihr gerade. Und ja, ich habe hier eingestellt Cell-by-Cell-Modus, ja, und ja, ich kann das nicht so für mich ganz genau erkennen, ne? Also für mich ist das eher so der Zick-Zack-Modus, aber mal schauen. Also, wenn man hier schaut, ja, also eigentlich schon, ne? Also er dreht da immer so seine Runden, seht ihr, so, dann wieder so im Zick-Zack. Ja, also es macht schon Spaß, sowas zu machen hier und dazu zu schauen, aber ihr werdet später sehen, dass er hinten am Schrank, obwohl er gleich da vorbeigeht, doch eine ganze Menge hat liegen lassen. Ne? Der vordere Schrank, also auf der linken Seite jetzt hier im Bild, da hat er alles schön mitgenommen, werden wir später sehen. Aber hier diese Seite, da ist er nicht nah genug rangefahren. Ja? Das hat er also an der Stelle nicht gemacht. Ansonsten, ja, ihr seht, ne? Er macht genau das, was in der Produktbeschreibung steht, das, was LG zusagt, nämlich hier einmal Zelle für Zelle im Zickzack-Modus zu reinigen. Okay, dann geht es jetzt wieder weiter mit dem Originalton. Die Reinigung ist beendet. Der Ladevorgang beginnt. So Freunde, was man natürlich ganz klar sagen kann, vielleicht lasse ich euch den gesamten Vorgang drin oder ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Es ging sehr, sehr flott und ihr seht, der Raum ist sauber. Die hintere Ecke, das da ist natürlich ganz gemein, da hat sich der Schmutz schon unter den Sockel geschoben, kann man also sagen, auch hier unten am Sockel alles sauber. Warum ihr diese Geschichte nicht mitgenommen habt, ich habe eine Vermutung. Und zwar, weil hier diese Geschichte eben halt vorsteht, ja, und er da an der Stelle sagt, hallo, von der Sensorik her, okay, da sollte ich nicht lang. Ihr seht hier, also, da sind die groben Bestandteile wirklich dann auch noch hängen geblieben, ne? Weil er im Endeffekt das Ganze nicht in Fahrtrichtung, also vorne mit den Bürsten, dann auch so abgegriffen hat. Ich denke, das habt ihr gesehen, aber hier, das hat der wunderbar gelöst, ne? Also das habe ich euch auch gerade gezeigt. Also hier war auch alles voll, bis in die Ecken rein. Das passte dann wieder wunderbar. Ja, also würde ich sagen, an der Stelle erstmal schulnotentechnisch eine 3+. Natürlich gleich noch einen anderen Test mit unterschiedlichen Böden. Aber jetzt schauen wir einfach mal an der Stelle, okay, haptisch, wie kriegen wir das mit der Fernbedienung hier hin? Ne? Gehen wir ruhig mal darüber und versuchen jetzt mal an der Stelle wirklich hier den Rest mitzunehmen. Sorry, ihr seid nicht mehr im Bilde. Okay. Ja, er will eben halt da diese Ecke, ne, die hat er nicht gerne. Ja, da seht ihr, also er müsste da ganz gerade reinfahren. Dafür ist er auch dann in der Bauart schon wieder etwas zu niedrig, ne? Aber wir lassen ihn fahren. Und ihr seht, jetzt nimmt er auch da an der Stelle hoffentlich mal alles mit. Ja, er will da über diesen Stein nicht drüber. Er sagt, okay, das ist was, was er nicht gerne hat. Dann lenken wir ihn etwas ab. Ja, er hat den Stein also als Hindernis erkannt, dieses Grobe, und sagt, hallo, nein, da will ich nicht drüber. Ne?
Also das müsst ihr euch merken, Staub ja, grobe Bestandteile in dem Fall eben halt nein. Und ich habe ein bisschen übertrieben, ich habe schon etwas größeren Split genommen. Ne? Schauen wir mal, ja, jetzt immer draufhalten an der Stelle und ja, dann legt er los. Ne? Ja, Freunde, wie sieht denn unser Homebot hier aus nach der ersten Reinigung? Ja, vielleicht zuerst mal den Hinweis, dass hier diese Steinchen schon beim Hochheben wieder rauskamen. Ja, wurden also hier nicht richtig festgehalten und ihr seht, ne, also doch ziemlich verschmutzt, ziemlich verdreckt. Ja, ich hatte ja auch was aufgewartet da, aber hier auch, ne, die ganzen Hundehaare, alles schwarz. Also auch da mache ich nochmal den Hinweis für die Leute, die überlegen, sich so ein Teil zu kaufen. Das ist nicht ohne Pflegeaufwand hier, ne, weil das müssen wir jetzt wieder sauber machen hier, damit das sowas auch stehen bleiben kann, ne, weil wenn ihr das als permanente Installation stehen lasst, dann, ja, wollt das ja nicht so stehen lassen, ja, das mal dazu. Wir schauen jetzt einmal an der Stelle, ich lasse die Bürste, glaube ich, so gleich wieder drin, aber wir schauen einmal nach unserem Auffangbehälter, ne? Auch hier seht ihr, einmal rumgedreht und schon ist das Ding völlig verschmutzt, ne? Ist ja klar, wir haben hier eine gewisse Elektrostatik, die das Ganze dann, ja, auch haftbar macht, ne? Aber nochmal, Leute, das ist unser Ergebnis, das kann sich sehen lassen, also nochmal vom Saugergebnis her, so wie er es gemacht hat, bis auf diese eine langgezogene Ecke, wo er eben halt meines Erachtens auch diese größeren Steinchen hier als Hindernis gesehen hat, war das alles zufriedenstellend. So Leute, dann lassen wir ihn mal über die Treppe fahren, ne? Over the edge, und dann schauen wir mal hier. Zick-Zack-Modus, Cell-by-Cell-Modus, Spiral-Modus, Zick-Zack-Modus, Zick-Zack-Modus. Bitte den Staubbehälter nach der Reinigung entleeren. Ja, einmal ist keinmal, dann lassen wir doch einfach nochmal rüberfahren und schauen mal, was er dann macht. Nehmen wir einen anderen Modus hier. Cell-by-Cell-Modus. Ja, hau rein. Oh, tschüss. Cell-by-Cell-Modus. Bitte den Staubbehälter nach der Reinigung entleeren. So, weil es sich gerade ergibt, jetzt hier vom Tisch aus noch, gehen wir jetzt einmal und lassen ihn auf die Homestation fahren. Ich habe aber den Staubbehälter rausgenommen und dann schauen wir da einmal, was er uns dann sagt. Okay, dann gehen wir mal auf Home. Bitte prüfen, ob der Staubbehälter und der Filter richtig eingesetzt sind. Ja, er sagt euch hier wirklich alles an, also das Ding ist absolut idiotensicher. So, ich habe ihn jetzt mal ein bisschen durch ein paar Hindernisse, die ich gerade aufgestellt hatte, hier den Stuhl dazwischen ihm und seiner Homestation, hat er sich tierisch einen abgewöhnt. Jetzt habe ich den Stuhl mal wieder weggenommen und jetzt schauen wir einmal an der Stelle, okay, die Ladestation wird gesucht. Ob er es noch programmiert hat. Ja, also wenn ihr urplötzlich irgendwas in den Weg stellt, was er dann nicht gespeichert hat, nicht kennt, das ist das, was ich euch sagen will, dann hat er auch Probleme. Ne? Also von wegen Lernmodus ist da nichts. Er muss sich erstmal daran gewöhnen, dass da dann irgendwas steht. So, und irgendwie scheint er immer noch irritiert. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Da stand jetzt vorher der Stuhl und diese Hürde konnte er nicht überwinden. So, dann schauen wir. Fährt sehr, sehr gerade rein, seht ihr, ne? Der Ladevorgang beginnt. Ja. So, Freunde, diesmal habe ich die Hürden nicht ganz so hoch gesetzt, sondern wirklich das, was hier an Schmutz lag. Ein bisschen was habe ich noch dazu gegeben. Hier diese Geschichte ist also so, dass die Hundehaare komplett einmal festhält, ne? Also da rutsche ich eigentlich nur mit meinem Stuhl drauf rum, aber im Endeffekt das, was man so unter den Füßen hat und so weiter. Die Matte hat unten im Flur gelegen, ne? Ist eine Schmutzfangmatte, sagt schon das Wort, heißt also, fängt den Schmutz und hält ihn fest. Ich habe jetzt Folgendes getan: mit MySpace bin ich jetzt einmal hier um diese Area rumgegangen, ja, und wir schauen jetzt einfach mal, Leute, ob er jetzt hier an der Stelle auch wirklich erkannt hat, was ich von ihm will, nämlich dieses Gebiet einmal rundum. So, und ich habe jetzt hier ein paar höhere Teile genommen, seht ihr schon, ne? Weil das Bett war natürlich sehr, sehr niedrig, also es war grenzwertig. Ich habe es nachher nochmal versucht rückwärts und dann ist es stecken geblieben, ne? Okay, machen wir es mal. So, schauen wir mal, ob er sich wirklich jeden Step gemerkt hat, den ich gemacht habe mit ihm. Ja, Freunde, jetzt gleich wird es noch ein bisschen ruckelig, weil ich mir erst noch ein Stativ holen musste. Ich hatte gedacht, der wäre ein bisschen schneller damit durch, aber
Wir haben hier so, ja, ich sage mal 15 bis 20 Minuten, also 15 waren es bestimmt, die er hier gesaugt hat dann an der Stelle. Aber was man schön erkennen kann hier jetzt gleich, ist, dass er wirklich das gesamte Gebiet auch abgreift, ne? Hier in einer, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Zelle für Zelle sein soll. Ich kann euch nicht sagen, was er da tatsächlich macht, ne? Wir haben ihm ja auch viel in den Weg gestellt. Aber er greift wirklich hier jedes einzelne Stückchen von dem Gebiet, was ich hier abgesteckt habe über MySpace ab. Und da würde ich sagen, also ist das schon schulnotentechnisch für mich, was hier technisch dann auch dahinter steckt, ne? Softwaretechnisch, Sensorik und so weiter, ist das schon eine 2+. Ja, also das hat er hier absolut extrem gut gelöst. Ja. Nochmal, es macht immer einen Riesenspaß, diese Videos dann auch zu schauen, mir selber auch. Es ist schon, wer technisch interessiert ist, eine tolle Geschichte. Okay. So, Freunde, also, ich war jetzt eine ganze Zeit weg, also das war bestimmt eine Viertelstunde. Und ich habe das extra für euch so gemacht. Warum? Ich habe natürlich eben, als ich gestartet bin, habe ich dort angefangen mit unserem Homebot und ihm da gezeigt, okay, MySpace. Wenn ihr natürlich wollt, dass das Ganze irgendwann aufhört, ihr habt gesehen, das war mein Test, das ist das, was ich wissen wollte, hört er auch da wieder nach einer akzeptablen Zeit auf? Nein, machte er nicht. Ihr müsst es im Endeffekt aus der Heimstation starten, dann würde das Ganze hier funktionieren, dann würde er irgendwann auch wieder in die Heimstation zurückkehren. Ja, so weiß er ja jetzt im Moment gar nicht, wo ist die und wo habe ich dann entsprechend losgelegt. Aber nochmal zum Ergebnis. Ich denke, da seid ihr bei mir. Jetzt mal so ganz normaler Schmutz, ja, an der Stelle. Er ist auch überall drunter gefahren, so wie ich sehe. Da hinten da unser Sonnenblumenkern und so weiter ist weg. Ja, auch die, sag schnell, die Steinchen sind weg. Also, das hat er jetzt richtig gut hinbekommen hier. Was mir noch nicht ganz gut gefällt, ist hier der Teppich. Da hätte er wahrscheinlich noch ein, zwei Mal drüber gekonnt hier. Schauen wir mal gerade eben, dass ich euch kameratechnisch mitnehme. Ich habe immer noch das schwere Stativ dran. Ja, aber vom Grundsätzlichen her passt das, also mir persönlich, ganz gut. Okay, so, dann werfen wir hier auch noch einen ganz kurzen Blick rein, was also unseren Behälter hier anbelangt. Was hat er denn da tatsächlich jetzt mitgenommen, auch aus dem Teppich heraus, ne? Den hatte ich euch ja vorher nicht gezeigt. So, einhändig immer etwas schwierig, aber wir machen es trotzdem. So sieht das Ganze aus, ne? Also auch hier den Feinstaub, also der Behälter war nochmal, der war komplett leer. Ja, hier diesmal etwas weniger Hundehaare und auch die groben Partikel, ne? Seht ihr hier unser Pappstückchen und so weiter und so fort. Alles drin, also das passt jetzt hier wirklich. So, Freunde, nein, wir sind nicht wieder am Anfang, aber ich habe mal gereinigt und ja, irgendwo hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und ihr seht, das ist ganz gut geworden, ne? So, zu unserer Wischmopp-Geschichte hier. Ich denke, jedem ist klar, dass das nur eine trockene Geschichte ist, also nicht feucht machen. Und ihr sollt auch nicht über Stellen gehen, wo irgendwo sich noch was lösen könnte von Flüssigkeiten oder sonst was, Kaffeeflecken und sowas, ne? So, hier drunter sind Kletts. So funktioniert das Ganze, wird angeklettet, hier vorne auch. Ja, und dann wird das Ganze hier einmal draufgebracht, wo ihr diesen gelben Button seht, sodass das Gerät dann auch weiß, aha, da ist also ein Druckmechanismus hier, kleiner Knopf, dann weiß das Gerät, hallo, da ist was drauf, ne? So, wird hier eingerastet. Jetzt haben wir hier auch wieder dieselbe Thematik, ne? Also es gibt keinen Lösemechanismus, man zieht es einfach raus. Und auch hier sage ich jetzt mal 500 bis 1000 Mal, ne? So, dann nutzt sich das Ganze ab und zwar von beiden Seiten, ja? Nämlich einmal hier ist auch wieder eine Lippe, ja? Könnt ihr erkennen. Und natürlich hier unten drunter auch, ne? So, das sind immer so die Geschichten, wo ich darauf hinweise. Und hier haben wir nicht die Möglichkeit, großartig was zu machen. Was ihr machen könnt, ist hier vorne einmal etwas hochheben und dann geht es etwas leichter raus. Ja, aber ansonsten, auch hier wirkt es eben halt immer physikalisch, ne? Ist also immer wieder, schrappt es da drüber, um das mal einfach auszudrücken. Okay, aber passt, ne? Ja, kann man durchaus nutzen. Ich sehe es jetzt aber nicht jetzt so als riesen Pluspunkt, weil nochmal, es ist eine Zusatzfunktion, dass ihr hinten dann nochmal ein Tuch habt, was noch ein bisschen was mitnimmt, aber im Endeffekt bewegen wir uns ja hin und her und fraglich, ja. Deswegen möchte ich da auch jetzt nicht näher drauf eingehen. Okay.
So, zwei Dinge noch. Ihr habt gesehen, Fernbedienung könnt ihr hier mit reinpacken. Bodenstation, keine schlechte Idee. Kabellänge wollte ich euch messen, ist 1,30 Meter. So, ich komme erstmal, bevor ich zu die Bewertung mache, zu hätte, könnte, sollte. Ja, es sind immer so die Verbesserungsvorschläge, wenn man mehrere Geräte schon benutzt hat, in Richtung Hersteller. Also hier, Station und eben halt unser kleiner Roboter stehen. Das könnt ihr mir, denke ich mal, hier könnt ihr nachvollziehen. In keinem Verhältnis größentechnisch. Ne? Also das würde man hier auch wesentlich kleiner hinbekommen. Bei so einem kleinen Roboter hier kann man das auch niedriger machen und. Da würde ich also wirklich Leute von LG nochmal drüber nachdenken. Schön natürlich, das habe ich gesagt, großes Lob ist, dass hier schon das Netzteil mit integriert ist. Ihr habt hier an der Seite auch einen On- und Off-Schalter. Ja? Und die Geschichte natürlich hier immer ausschalten, weil ansonsten ist das Netzteil natürlich immer aktiv. Heißt also, auch wenn es eigentlich gar nicht geladen wird, verbraucht ihr hier Strom. Und da würde ich doch mal bei so einem Netzteil hier irgendwo Tendenz, also 8 Watt, mal so einfach in den Raum schmeißen. Ja? Hier die Geschichte, frage ich mich immer wieder, liebe Leute, liebe Hersteller, warum nicht wie bei jedem anderen handelsüblichen Staubsauger eine automatische Kabelaufwicklung, ja? Oder zumindest ein Staufach, wo ich es hier so reinschieben kann, bis auf die Länge, die ich brauche, und dann hier irgendwas, wo ich es mit arretieren kann, also irgendwo so eine kleine Führung. Haben wir hier nicht, auch da könnte man also jetzt hier wirklich noch was verbessern. Der nächste, für mich aber ein viel wesentlicherer Verbesserungsvorschlag wäre, ja, wir haben ein kleines, kompaktes Gerät, seht ihr hier. Und das Ganze wiegt nach meiner Messung 3,1 Kilo. Ja, dann wäre es doch wirklich sinnvoll, liebe Leute von LG, wenn man hier auch irgendwo einen Ladeport hinmacht, ein externes Netzteil dazulegt, Verbesserungsvorschlag, ja, und dann kann ich das an jeder Ecke laden, wo ich möchte, ohne diese Station zu verwenden. Setze es irgendwie morgens, wenn ich aus dem Haus gehe, in einen Raum, drücke drauf, fertig. Ja, gehe damit in den nächsten Raum, drücke drauf, fertig. Und kann es dann dort, wo ich gerade will, eben halt mit meinem anderen Netzteil aufladen. Dafür fehlt aber hier, Leute, nochmal, fehlt ein Ladeport. Ja? Es kostet nicht viel, hier zusätzlichen Ladeport anzubringen, hier irgendwo, wo das Akku sitzt, ein zusätzliches Netzteil mit in den Lieferumfang zu legen. Und schon ist man hiermit mobil. Ja, dann lasst uns das Gesehene noch einmal reflektieren. Also, das hier passt, kann man nutzen, ist okay. Fernbedienung spricht ganz, ganz toll an, super gemacht. Nicht zu viele Tasten, sondern das, was man braucht an der Stelle. Ja, auch hier mit den Cursor-Tasten dann eben mal Start, Stopp. Also, richtig, richtig gut. Station habe ich gesagt, man kann was verbessern, aber so wie sie ausgeliefert wird mit integriertem Netzteil und so weiter und so fort. Sie steht sicher, Kabel ist verstaubar, alles toll. Der gesamte Lieferumfang, nochmal am Anfang, Foto jetzt rechts oben, toll. Ja, also auch das passte richtig gut. Zum Gerät selber nochmal, macht auch einen riesen Spaß. Also es funktioniert wirklich alles hier haptisch sehr, sehr gut. Ja, und auch Bedienung und so weiter, Mode und Spiralmodus, Zickzackmodus. Die gesamten Ansagen, also so wie es gemacht ist, wie die Software gemacht ist, alles toll, gibt es überhaupt nichts zu meckern, also das ist wunderbar, das passt. Dann habt ihr gesehen den ersten Saugvorgang, ja, wo er auf der einen Seite den Schrank einfach schlichtweg nicht mitgenommen hat im Raum, also das war allerhöchstens eine 3+, aber man kann natürlich hier durch die MySpace-Geschichte da auch so ein bisschen eben halt noch nacharbeiten, indem man einmal sagt, komm, das ist der Raum und geh auch bitte da an der Seite lang. Ja, war der erste Versuch, ich sage mal, maximal eine 3+, was man da vergeben kann. Der zweite Versuch dann hier oben mit MySpace war astrein, also das hat mir super gut gefallen. Was man da natürlich wissen muss, startet immer die MySpace-Geschichte immer von der Homestation aus, dann fährt der auch nachher wieder da drauf. Ich habe es probiert, also ist wirklich so. Ansonsten weiß ich nicht, ob er da endlos saugt, keine Ahnung, aber ich habe es ja nach Viertelstunde 20 abgebrochen. Also, saugtechnisch eher dann das eine 3, das andere 5, also dann sind wir eher wo bei 4 Sternen. Der Rest vom Gerät gefällt super, super gut. Insbesondere das kompakte Maß, und ihr könnt es natürlich auch darauf laden und dann wirklich immer diese 3,1 Kilo, die ich hier gemessen habe, von einem Raum zum anderen ohne Ladestation, ne? Und dann von mir aus, wenn ihr einen größeren Raum habt, morgens eben halt die Geschichte hier machen, dass ihr also wirklich Wiederholungsgeschichte macht, und dann ist er zwar nachmittags leer, aber der Raum ist sauber, auch das würde passen, ja? Also von meiner Seite aus gibt es für dieses Gerät hier auf dem Amazon-Niveau von 5 Sterne, gibt es 4 Sterne.
Für die Leute auf YouTube sei gesagt, gleich kommt noch so ein bisschen was aus der Bedienungsanleitung, habe ich euch im langsamen Vorlauf entsprechend einmal durchlaufen lassen. So, für euch alle an der Stelle, ich hoffe, es hat euch was gebracht, diese Review hier. Es ist sehr, sehr aufwendig, so eine Geschichte zu machen, weil man alles mehrfach konvertieren muss, auch diese ganzen Filmteile. Wenn es euch was gebracht hat, dann hat es sich auch für mich gelohnt an der Stelle, die ganze Arbeit. Jetzt wünsche ich euch alles Gute. Wir sind in der Adventszeit 2016. Schöne Adventszeit, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Bis zur nächsten Review. Euer Mr. Bowlfish. Spiralmodus. Zick-Zack-Modus. Zick-Zack-Modus. Bitte den Staubbehälter nach der Reinigung entleeren.